Diesen Österreicher sollten Sie kennen. Apropos politische Diskussionen und so. In Österreich ist Wahlkampf und da werden gerade viele Reden gehalten und es gibt TV-Duelle en masse und natürlich werden Plakate gepickt. Und auf einen Mann schauen gerade alle sehr genau, nämlich Herbert Kickl. Das ist der Typ, der für die FPÖ Volkskanzler von Österreich werden will. Das Wort Volkskanzler, das fehlt aber auf den Plakaten. Na, Sapperlott, was ist denn da passiert? Also weil er nicht will, dass es so diesen Unterton hat. Ich habe keinen Unterton, ich habe nur das Wort gesagt. Nein, weil er, das ist eine Frage, weil er nicht sich den Vorwurf Es gibt nämlich da so ein Patent. Man findet es unter der Registernummer 327747. Und es schützt eine Wortmarke, und zwar Volkskanzler. Und nein, das Patent gehört nicht der FPÖ und an niemandem, der ihr nahe steht. Ganz im Gegenteil. Patentinhaber ist der Innsbrucker Aktivist, Künstler und Veranstalter David Priet. Das hat das Magazin Profil vergangene Woche berichtet. Ich will nicht in einem Land leben, in dem Volkskanzlerplakate herumhängen, hat der 36-Jährige gesagt. Und dann noch, wenn das jemand macht, dann bin das ich. Sollte die FPÖ für ihre Plakate das Wort Volkskanzler schreiben, wolle er seine Markenrechte geltend machen, die Vernichtung der Plakate fordern oder finanzielle Entschädigung für die Verletzung seines geistigen Eigentums. Man muss dazu sagen, ganz einfach wäre das nicht. Das hat ein Medienanwalt der Tageszeitung Die Presse gesagt. Man könne kein Wort monopolisieren. Also es wäre jetzt zum Beispiel schwieriger, Unterhosenreihe und den Namen Volkskanzler zu vertreiben. Aber auf das, wenn man es auf ein Plakat schreibt, dann wird es schwierig, dass man da seine Rechte geltend macht. Eine Unterhosenreihe, auch ein Wort, das ich noch nie gehört habe. Vielleicht solltest du darauf ein Patent anmelden, Florian. Kommt nicht, also das stand da so drinnen. Also das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht. David Priet will mit der Aktion aber vor allem den Begriff umkodieren, wie er sagt. Also er will Veranstaltungen machen, Graffiti mit Künstlern aus der Hip-Hop-Szene zusammenarbeiten und das alles irgendwie unter dem Label Volkskanzler. Es geht nicht darum, das Wahlverhalten zu beeinflussen, das steht mir nicht zu und ist auch nicht möglich, sagt Priet. Es geht darum, Sprache zurückzuerobern und Humor hineinzubringen. Also, dass es jemand geschafft hat, dass wir über das Wort Volkskanzler nur mal lachen können in dem Wahlkampf, dafür vielen lieben Dank David Priet, der natürlich ein Österreicher ist, den man kennen muss.